In einer meiner Lieblingsanimes, Boku no Hero Academia, gibt es eine sogenannte Big Three. Aber was hat das mit diesen Videos zu tun? Naja, Gami hat meiner Meinung nach auch eine Big Three, aber in einem komplett anderen Kontext zu Boku no Hero Academia. Es gibt meiner Meinung nach in Gami keine offizielle Big Three, da jeder seine eigene Big Three hat, wegen verschiedenen Gründen wie Nostalgie oder persönlicher Erfahrung. Bei mir sind die Big Three die Gründe, warum ich überhaupt bis heute eine Liebe für Gaming empfinde. Ich will erstmal festlegen, dass es hier nicht um die ersten Spiele geht, die ich je gespielt habe, sondern um die Spiele, die mich dazu gebracht haben, Gaming zu lieben. Also meine sogenannten Big Three des Gamings. Wenn wir jetzt das aus dem Weg haben, können wir direkt mit dem offensichtlichen Teil anfangen. Minecraft, das meistverkaufte und mein persönliches Lieblingsspiel. Irgendwie war es klar, dass Minecraft daran schuld ist, dass ein 16-Jähriger Liebe zu Minecraft empfindet. Ich habe schon mal ein Video genauer über meine Liebe für Minecraft gemacht. Mann, ich sage echt oft Liebe in diesem Video. Dabei bin ich doch einsam. Perfektion ist das einzige Wort, das ich benutzen würde, um Minecraft zu beschreiben. Aber warum ist es Teil meiner Big Three des Gamings? Naja, 2012 haben ich und mein Bruder zu Weihnachten eine Xbox 360 mit Minecraft und Sega Superstar Tennis gespielt. Ihr dachtet, es geht hier um Minecraft? Nein, es geht hier um Sega Superstar Tennis. Ich habe das Spiel so krass gesuchtet, also Minecraft, nicht Superstar Tennis. Auch heute spiele ich Minecraft nonstop. Und das ist eine Sache, die diese Big Three alle gemeinsam haben. Ist meiner Meinung nach unendliches Spielspaß. Warum es bei Minecraft der Fall ist, ist ganz einfach. Ich spiele seit 8 Jahren nonstop. Die Hälfte meines Lebens spiele ich Minecraft. Es klingt irgendwie traurig, aber es ist wahr. Natürlich gibt es auch die verschiedensten Gründe, warum Minecraft Teil davon ist. Unter anderem der Überlebensmode, immer da irgendwelche Twists oder Projekte da rauszubringen. Online-Minigames wie Survival Games, Bed Wars und Skywars haben einfach diesen zeitlosen Feeling vom Player vs. Player, die es heutzutage nicht wirklich mehr gibt in Kampfspielen. Der Kreativmode, um viele kleine Projekte zu verbinden oder ein Riesenprojekt zu machen oder einfach Spaß mit der unendlichen Freiheit zu haben. Das sind Sachen, die Minecraft besonders und beliebt machen. Deswegen kriege ich immer ein nostalgisches Gefühl bei der Melodie von Sweden, Hackstorm oder Moog City. C418 hat mit der Musik ein Kunstwerk geschaffen, das meiner Meinung nach bis heute immer noch der beste Soundtrack in der Geschichte von Gaming ist. Minecraft hat meine Kindheit am meisten von allen Arten von Medien geprägt. Mehr als die anderen beiden Big Three-Mitglieder und auch mehr als Filme, Serien oder auch YouTube. Da damals auch heute zum Teil noch 90% meiner Watchlist Minecraft war. Es macht mich glücklich zu sehen, dass Minecraft mit dem aktuellen zurückgewonnenen Hype eine weitere Generation prägen kann. Deswegen ist Minecraft nicht nur in der Big Three für mich, sondern wahrscheinlich auch für viele andere auch. Und deswegen ist es auch mein absolutes Lieblingsspiel und das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Die meisten Kinder im Alter von 8 bis 12 haben dieses Gefühl, dass sie erwachsener vorkommen müssen. Und bei den Kindern, die gerne an der Konsole spielen, heißt es: Nintendo ist zu kindisch, ich spiele jetzt Call of Duty. Das war bei mir zum Glück nie wirklich der Fall. Ich meine, ja, ich habe angefangen, auch mehr als Nintendo zu feiern, aber im Gegensatz zu vielen anderen war ich immer noch ein Nintendo-Fanboy. Aber ein Game, das ich um die Sommer 2013 entdeckt habe, wurde direkt zu einer meiner Lieblingsspiele und ist auch heute immer noch einer meiner Lieblingsspiele. Sonst wäre es ja nicht in dieser Big Three und noch nicht in diesem Video. Die Rede hier ist von Call of Duty Black Ops 2. Mein bis heutiges Lieblings-First-Person-Shooter und auch Call of Duty-Spiel. Das Spiel habe ich tatsächlich zuerst mit einem Cousin von mir aus Irland gespielt. Ich habe zwar kaum gecheckt, was abging, aber ich hatte mega Spaß und habe direkt meinen Vater gefragt, ob ich das auch haben kann.
Und er hat ja gesagt. Ein paar Wochen später bekam ich das Spiel und mein Bruder und ich haben uns gegenseitig gechallenged bis zum geht nicht mehr. Natürlich auch mit Freunden von mir gab es Challenges. Es gibt auch sogar einen alten YouTube-Kanal, wo man diese Challenges finden kann. Übrigens, hier ist eine kleine Cringe-Warnung, weil das ist halt wirklich schlimm, was hier alles passiert. Okay, viel Spaß. Jo Leute, hier sind eure Skill Buddies. Und zwar mit Kilian, Luca und Byron Games. Wir machen heute die Sprungmeister Ja. Challenge. Das hat sich nämlich ein Zuschauer gewünscht. Können wir doch sagen. Wirklich, Digga. Okay, wir dürfen uns zwar nur die Sprungmeister benutzen. Alter! Scheiße, und die dürfen nur mit Messern. Und das ist auf online, ne? Wirklich? Stimmt, das ist Kili. Ja, das ist online. Digga, ich wurde gerade getötet. Boom, mein ersten Kill. Ich hab auch schon. Zombies war auch ein Modus, den mein Bruder und diese zwei Freunde und ich immer bis in die Nacht gespielt haben. Black Ops 2 Zombies war auch der Mod, mit dem ich Blazefire in die Welt von Call of Duty gezogen habe. Ich habe zwar früher nie wirklich die Kampagne gespielt, da ich meistens was Besseres zu tun hatte, wie der Zombie-Modus und der Multiplayer-Modus. Und deswegen habe ich den Kampagnen-Modus erst letztes Jahr in 2020 zum ersten Mal durchgespielt. Es war schon geil. Black Ops 2 ist meiner Meinung nach und auch der Meinung von vielen anderen Call of Duty-Fans das letzte Call of Duty-Spiel mit diesem nostalgischen Gefühl. Black Ops 2 erinnert mich daran, als ein Spiel ganz simpel sein konnte und trotzdem mega viel Spaß gemacht hat. Was auch heute immer noch der Fall mit Among Us sei. Aber ein absolutes Gegenteil von einem simplen Spiel kommt auch in meiner Big Three vor. Und zwar GTA 5. Dieses Spiel haben mein Bruder und ich zu Weihnachten 2014 bekommen, nachdem wir das Jahr davor aus purer Dummheit aus Versehen GTA 4 anstatt GTA 5 gekauft haben. Frag mich nicht, wie das passiert ist. GTA 5 ist genau wie Minecraft und Black Ops 2 eine meiner Lieblingsspiele und auch mein Lieblingsstorygame. Der genaue Grund, warum GTA 5 überhaupt auf der Liste ist, ist etwas anders als bei Black Ops 2 und Minecraft. Der Grund ist, weil ein paar Freunde und ich einen eigenen Game sozusagen erschaffen haben in GTA. Es war nicht wirklich kreativ, aber es war ultra spaßig. Wir nannten den Modus First Blood, was irgendwie nur halbwegs Sinn macht, aber das Ziel in diesem Modus war es, auf der verrücktesten Art und Weise zu sterben. Es gab auch den Shootout-Modus, den wir uns ausgedacht haben, wo man versucht hat, nur durch das Töten von Polizisten auf 5 Sterne zu kommen und danach immer noch der Polizei zu entkommen. Der Story Mode ist auch eine Sache, die das Spiel ganz groß gemacht hat, obwohl ich ihn auch erst letztes Jahr durchgespielt habe. GTA Online, der Grund, warum das Spiel überhaupt noch relevant ist, hat damals auch mein Gehirn komplett zerschreddert mit den Rennen gegen andere Menschen. Das hat mich irgendwie richtig geflasht. Das ist noch nicht mal so krass, aber es hat mich einfach mega geflasht. Ich habe zwar zu GTA 5 nicht diese emotionale Verbindung wie zu Minecraft und Black Ops 2, aber trotzdem hier, das liegt an einem ganz genauen Detail, dass ich bis heute nie wirklich irgendein Game so mitbekommen habe wie in GTA 5. The Mount Chiliad Conspiracy ist ein absolut riesiges Thema, wofür ich heute absolut gar keine Zeit habe. Vielleicht kann ich ja mal in der Zukunft ein Video dazu machen. Aber auch kleine Mysterien, zum Beispiel der Infinity Killer oder auch ganz simpel, ob Brad noch lebt. Für die, die nicht wissen, Brad ist der kleine, dicke Blonde aus der Anfangssequenz vom Spiel. Für mich ist es bei GTA weniger die persönliche Verbindung, sondern eher das Erleben von Events und Mysterien in diesem Game. Und das waren meine Big Three des Gamings und auch die Gründe, warum ich mich in Gaming verliebt habe. Also, falls ihr mich entschuldigt, ich muss dann heulen gehen. Goodbye.
Und jetzt ist mein Arsch nass. Geil.